Willkommen zurück zu Eternal Legends. Da sind wir nun wieder und ja, wir sind hier mitten in einem Wald und schauen uns mal ein bisschen um. Wir haben ja das letzte Mal den Kontinent gewechselt. Mein letzter Gast durfte bestimmen, ja, wo geht's überhaupt hin, und da sind wir nun. Ja gut, dann wollen wir mal gucken, ob es hier noch was gibt. Also ich bin ja mit optionalen Gebieten hier immer mit schönen Dingen besegnet worden. Und ich würde mir wünschen, dass das jetzt einfach so weitergeht. Aber zuerst müssen wir diese Killerbienen hier, Killerwespen, Entschuldigung, töten. Ja, und wie ihr wisst, das letzte Mal haben wir Ultima getestet. Kostet 0 MP, also werde ich es... Da, super, jetzt habe ich gerade ein Soundproblem, warte mal bitte kurz. So, ich hoffe, das geht jetzt wieder. Was wollte ich tun? Ultima. Ich werde jetzt immer Ultima rausrotten, ist klar, es kostet ja nichts. Und verkürzt den Kampf ungemein. So, dann ist es nämlich, auch wenn es kampflastig bleibt, geht es trotzdem schnell. Wir werden viel Erfahrung und Gold scheffeln und ja, so soll es sein. Kommen wir gut und zügig voran hier in diesem doch sehr schönen Spiel. So, da kommt noch ein Meister Schleim. Der will mal wieder mit mir tanzen. Finde ich super. Aber der Tanz findet jetzt sein Ende. Hallo Pestschleimis. Oh, eigentlich, ja, man müsste wirklich so auf Auto alle Angriff nur Gustav, Ultima. Das Auswählen der Befehle länger wie der Kampf an sich. Oh, ich nehme alles zurück. Die sind Ultima immun, die Viecher. Toll. Boah, stellt euch das mal vor. Wenn ich meinen Ultima-Test, die Premiere bei diesen Schleimis gemacht hätte. Oh, wäre ich da angezickt gewesen. Aber nein, zum Glück lief das anders. Okay, dafür sind sie physisch betrachtet sehr schnell Matsch. So, ich... Au, 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 au. Das tut immer so weh. Mit Gift rumrennen will ich nicht. Wie viel Antidots haben wir denn überhaupt noch? Sehr... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Den muss ich ja auch in diesem einen Gebiet gefarmt haben anscheinend. Das ist gut. Was ist denn jetzt los? Warum bist du so schnell? Wieso ist er jetzt tausendmal schneller? Ich meine... Okay, ich weiß zwar nicht, warum wir jetzt den Turbo drin haben, aber das verwirrt mich gerade ein bisschen. Alter. Mega Antidot, was ist denn jetzt los mit ihm? Ich habe keine Ahnung, aber wisst ihr was, es stört mich noch nicht einmal, umso schneller geht das. Guck mal, da haben wir eine Höhle oder so gefunden. Vielleicht normalisiert er sich jetzt wieder. Nein, irgendwie nicht. Was ist denn jetzt los? Es gibt keine Turbo-Taste oder sowas. Ich bin nicht schuld. Weil hier ist ja auch alles normal, wie ihr seht, vom von der Geschwindigkeit. Also, wie die sich aufbauen und so. Seltsam. Ach, keine Ahnung, was jetzt Phil hat. Vielleicht will er ja so schnell wie möglich wieder raus. Ich habe keine Ahnung. Finde ich zwar ein bisschen störend, weil ich gucke mir eigentlich lieber in Ruhe die Gegend an, aber gut. Mal sehen. So, erstmal die Schleimis töten. Jawohl, und weiter geht's. Er ist und bleibt ganz schnell auf einmal. Seltsam, ey. Ich kann nur mal so ein bisschen Tasten drücken. Nee, der bleibt schnell. Das lag nicht an mir. Mysteriös. Na gut. Habe ich irgendwas zu mir genommen, oder? Das war auf einmal. Ich bin ins Menü gegangen und... Seltsam. Jetzt läuft er wieder normal. Phil, alles in Ordnung? Nur weil ich... Egal, ich raff's nicht. Ich muss ja nicht alles raffen. Oh Mann. Ist er jetzt wieder schnell? Nein. fünfmal High Potions. Oh, nett, danke. Ja, da können wir anscheinend so einen kleinen Berg erklimmen, wenn das so weitergeht. Mal schauen. Killer Wespies. Okay. Ultima. Und hauen wir mal drauf hier. Ach, wie schön. So macht das Spaß. Level 35 erreicht. Und weiter geht's. So, naja, ein Berg ist das dann doch nicht wirklich. Einfach nur so ein Hügel, nennen wir es mal. Aber auf dem Hügel ist irgendwie nichts. Da auch nicht, auch wenn es ein bisschen anders aussieht. Nee. Okay.
Ja gut, dann schöne Aussicht, frische Luft genossen. Jetzt können wir wieder gehen, ne? Oder war unten noch was? Ach ja gut, wir haben ja die Kiste abgegriffen, stimmt. Okay. Na, schön gemacht. Schöne Musik auch. Kommt mir ein bisschen bekannt vor. Nobody zählt immer wieder mit, wenn es ein... Ja, eine Musik von Legend of the Dragoon ist. Die erkenne ich ja nicht wirklich, auch wenn ich das mit dem Spyro momentan noch immer noch spiele, aber ich höre ja die Musik nie. Und in die Parts gucke ich dann nur selten rein. Deswegen kenne ich die Musik meistens dann nicht. Aber schön, dass der Nobody die immer wieder erkennt und mir dann auch mitteilt. Beziehungsweise uns. So, also wir haben noch eine Brücke, über die wir gehen könnten. Und da unten noch ein bisschen genauer schauen. Vielleicht ist da ja noch was. Anscheinend brauchen wir die Brücke gar nicht unbedingt. Das ist anscheinend nur so ein kleiner See, kann das sein? Ja, Tatsache. Vielleicht ist was auf der Brücke. Nein. Anscheinend nicht. Oh, ganz schön groß jetzt. Meine Güte. Was für eine Brücke. Okay, da oben haben wir noch eine... Da fliegt eine Biene. Eine Wespe. Nein, ich sag immer Biene. Bleib mal hier. Ich muss dich leider töten. Jo, wer hätte gedacht, wieder zwei Stück. So, hau raus, dein Ultima. Du machst da drauf. Der Ultima, meistens zuerst dran ist, ist es umso schöner und umso schneller erledigt. Schon wieder ein Level Up. Oh Mann, ich bin mir echt gespannt, wie lange das noch gehen wird, wenn ich da jetzt wirklich die kompletten Kontinente abgrase. Dreimal Antidot, schön. Es geht immer weiter und weiter und weiter. Großes Gebiet. Größer wie die letzten, die wir so erkundet haben. So. Aber so richtig der... Ja, wie soll ich sagen? Die Masterbelohnung kommt natürlich erst zum Ende des Gebietes. Zumindest ist das meistens so. Also los, spuck mir was Feines aus. Das ist nicht fein. Das ist langweilig. Okay. Oh. Das ist nicht langweilig. Den hebe ich mir zum Schluss auf. Da passiert bestimmt irgendwas Krasses. Also so einen brennenden Baum oder was das darstellen soll. Das habe ich ja noch nie gesehen hier. Deswegen erstmal den Rest anschauen. High Potion gab es hier noch. Echt schön hier. Also da hat man sich dafür, dass wahrscheinlich wieder ein optionales Gebiet ist, richtig viel Mühe gegeben. Gefällt mir. So, war ich jetzt hier schon? Jetzt, oder bin ich jetzt einmal außen rumgeschlappt? Ich bin außen rumgeschlappt, bin mir ziemlich sicher, ja. Aber da links habe ich noch nicht so wirklich geguckt. Da ist aber auch nichts. Wie schöne Umgebung, Wasser etc. Ja, echt schön gemacht. Ich weiß, ich laufe gerade zurück. Ich will nur... auf Nummer sicher gehen. Okay. Dann gibt es wirklich nur den einen Weg zum brennenden Baum. Bin ich mal gespannt, was damit auf sich hat. Man den irgendwie löschen kann. Da ist ja noch eine Biene. Wie konnte ich dich übersehen? Komm her. Ich habe schon wieder Biene gesagt. Ich lerne es nimmer. Dabei sind Wespen noch viel schlimmer. Oh Gott, wie ich so viel hasse. Aber gut. Nein, ich blocke nicht. Materia Ultima... und drauf. So. Und noch ein Level für Aurala. Ja, ich muss gerade wieder dran denken, die Eternal Angel. Aber echt krass, wie es Nobody mir überhaupt nicht aufgefallen ist. Wir haben das einfach Angel genannt. Sie ist, viele haben es berichtigt. Natürlich ist es die Eternal Angel, den Eternal Angel. Das macht ja auch Sinn bei so einem Schutzzauber, was das war. Aber wisst ihr was, bei mir bleibt das jetzt die Eternal Angel. Ja, so ist das. Ich finde das viel stylischer. Eternal Angel, ich bitte euch. Bei mir bleibt es eine Angel. Stopp! Gustav, merkst dir, du sollst Ultima machen. Schön. Okay. Ja, dann bleibt wohl nur noch dieser seltsame Baum zu begutachten. Das sind ja merkwürdige Knospen.
Ich höre ein Rascheln. Magische Knospen erhalten. Achtung, von oben! Okay. Anscheinend kriegen wir wieder einen Boss. Schick, schick, ein Sturmvogel. Liebes Vogeli, tu uns bitte nichts! Ich glaube, der tut uns was und deswegen sollten wir es mit all unserer Kraft beseitigen. Aber ich habe jetzt schon die Befürchtung, dass es wieder ein Witz wird. Wir machen mal einen Kaktor. Attacke. Ultima. Und die Dunkelwolke. Mal gucken, ob es die erste Runde überlebt. Das wäre sehr wünschenswert. Bitte. Ja, immerhin. So. Und immerhin, er lebt noch. Gut, er hat mir unglaubliche 7 TP abgezogen. Ich bin jetzt echt ängstlich. Gleiche Runde noch einmal. Tja, das war's aber auch schon wieder. Immerhin bis in die zweite Runde. Ich halte das nicht mehr aus. Diese Monster bringen mich noch außer Verstand. Ja, mich auch, weil sie so einfach sind. Keine Sorge, Gustav. Wir lassen uns schon etwas einfallen. Okay, sonst ist hier nichts zu tun. Seltsamer Effekt irgendwie. Es soll einfach nur ein magischer Baum darstellen. Magische Knospen. Was mache ich denn damit? Was mache ich denn damit? Wo sind sie denn überhaupt? Barsch? Ach, mein Barsch. Schon mein Barsch. Die stinkt doch langsam, oder? Naja. Der Brief an Frankie. Oh ja, also wir müssen dann auch unbedingt Zeit questen, sobald wir alles erkundet haben. So viel ist sicher. Ich finde jetzt nicht das, was wir gerade aufgesammelt haben. Irgendwie, nö. Seht ihr es? Dynastiestein? Nee. Das waren da, magische Knospen. Magische Knospen für Professor Nede. Ah, okay. Okay, okay, okay. Die müssen wir dem Typen geben, also. Ich verstehe. Nein, ich will nichts lesen. Lass mich raus. Okay, gut. Sonst war hier nichts mehr. Das war wohl auch, ja, der große Bonus hier in diesem Gebiet. Deswegen gehen wir jetzt. Ich hoffe, ich laufe richtig, aber ich denke schon. Ja. Dauert jetzt natürlich wieder ein bisschen das Rausschlappen. Ach Mensch, da hätte ich echt gerne mal so einen Fluchtzauber oder so. Oder jetzt würde ich gerne die Turbo-Taste von vorhin haben. Aber nee. Oder, warte mal, ich ging ins Inventar, ich ging gleich wieder raus. Nee, ich kann es nicht irgendwie wieder, herpacken. Schade. Irgendwie so war das halt. So, wo ist meine Brücke? Da. Gut, aber wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Auf diesem Kontinent. Zum Beispiel war da noch eine ganze Stadt. Irgendwie habe ich gar keinen Bock auf eine Stadt. Ich will viel lieber erkunden gerade. Aber nee, ich will jetzt nicht schon vorzeitig den Kontinent wechseln. Da war noch ein bisschen mehr wie das, glaube ich. Wir werden es ja gleich sehen. Wenn ich es hier nochmal aus diesem Wald rausschaffe. Und wir haben es schon. So. Also, falsche Taste. Yay. Was haben wir denn alles? Wir waren in der Höhle natürlich. Was war denn das da? Das war gar nichts. Das sieht nur seltsam aus. Der eine Kräuterwald, da wollten sie ja nicht hin. Was war denn das? Das war auch nichts, okay. Ja, ich habe immer ein bisschen Angst, da mal was zu übersehen. Manchmal ist halt doch was und dann... Also in der Stadt waren wir noch nicht. Da, das möchte ich mir mal angucken, ob da überhaupt was geht. Betreten. Ich kriege noch nicht mal eine Info dazu. Hallo. Wir brauchen alle Elementkugeln, damit wir hier was bewirken können. Ah, okay, ich verstehe. Wenn wir alle Elementkugeln gesammelt haben, dann ist hier quasi das Final Game oder wie. Interessant. Gut, dann hat sich das auch schon erledigt. Hier ist der Eichenwald, da können wir mal reingehen. So. Schauen wir uns mal hier um, der nächste Wald. Schöne Musik. Lust auf mehr. Und hier scheint es auch gar keine Gegner zu geben, das erfreut mich. Hier sind immer so komische Holzteile, aber da kann ich nichts dran machen. Sieht fast wie so eine Sammel-Side-Quest aus, dass ich da die sämtlichen Holzteile oder so sammeln muss. Ansonsten ist hier nämlich gar nichts. Da oben ist auch wieder nur so ein Holzteil. Gehen wir mal weiter. Vielleicht macht das Essen, wenn wir in der nahegelegenen Stadt waren.
Könnte natürlich gut möglich sein. Hier geht's weiter. Aber vielleicht gibt es noch was zum Abgriffeln, wer weiß. Sieht aber schlecht aus. Da ist nix, da ist nix. Da ist auch nix. Okay. Okay. Gut, ja, ich vermute, das wird später noch von Belang. Wir gehen. Das wird bestimmt so eine Art Minispiel. Da bin ich mir ganz sicher. Gut, ich möchte trotzdem... Ach, jedes Mal drücke ich... Es gibt zwei Tasten, ja? Jedes Mal drücke ich was Falsches. So, ja, das war's. Jetzt gibt's wirklich nur noch dieses eine kleine Kaff und die Stadt. Wir beginnen mit dem kleinen Kaff. Enox. So, was geht hier ab? Die Musik kommt mir wieder bekannt vor. Okay, schauen wir mal. So klein ist das gar nicht hier. Ganz und gar nicht. Fangen wir mal von hier an. Komm erst später wieder heute. Professor Nader. Ach, da. Du, ich muss dir so komische Dinger geben. Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist halt so. Okay, aber er ist nicht da. Er kommt wohl erst her, wenn er storytechnisch wirklich gebraucht wird. Und nicht vorher. Na gut, dann haben wir aber... Vielleicht war dieser Wald mit diesen Dingern... vielleicht war das eine Story. Vielleicht braucht er das, um irgendwas Tolles zu machen, damit wir sonst was machen können. Und dann haben wir das schon mal vorneweg gemacht. Geschlossen, okay. Geschlossen. Scheint noch nicht so viel zu gehen. Oh, was ist mit dem Haus passiert? Sieht ja gar nicht gut aus. Hallo, ich hoffe, ich kann euch helfen. Unsere Gilde in St. Mers verkauft seit Tradition diese Mega-Safe-Steine. Man kann sagen, dass er eure Erinnerungen aufbewahrt. Doch der Clou bei der Sache ist, dass ihr völlig... Hey, komm, das weiß ich doch. Er ist einfach wieder so ein Speicherfuzzi. Ich habe keine mehr, deswegen ich würde gerne ein paar kaufen. Jetzt ist es ja nicht mehr sehr teuer. 5 Stück sollten erstmal reichen. Verkaufen will ich erstmal nix. So, ich komme sogar hier rein. Aha, was sind das für Gesellen? Das ist, oh Gott, ja, schon wieder so eine Saufbude eindeutig. Naja. Hey, du könntest auch mal eine Runde schmeißen. Mir fehlt schon der letzte Groschen. Nee, ich habe selbst keinen Bedarf nach Alkohol. Wer bist du? Eine Flasche Bier, bitte. Am besten ein mit richtig viel Inhalt. Mandy, es gibt kein Bier mehr für dich. Was ist gemein? Willkommen. Möchtest du etwas trinken? Klar. Ich trinke ein Bier vor Mandys Augen. Denk immer dran, trink nicht so viel. Ja. Okay, hat mir jetzt nichts gebracht. Wie gesagt, es wird wohl später alles wichtig. Der Typ sieht aus wie Sephiroth, finde ich. Obwohl er hat lila Augen. Naja. Okay, wir gehen. So, und ich glaube, das war's hier dann auch schon. Das ging ja flott. Gucken, ob wir in dieser anderen Stadt mehr zu tun haben werden oder ob ich da einfach warten muss, bis es soweit ist. Mal gucken. Ja, die sieht auf jeden Fall größer aus. Triboli. So, was ist hier los? Ich sag nur Affe. Ich sagte nur Affe. Er ganz laut Idiot. Das war total lustig. Musst du immer so laut reden, dass alle denken, du wärst verrückt? Tja. Toller Ersteindruck, ne? Und da hat er ihm voll mit dem Hammer einen übergebraten. Hör nicht auf ihn, was er sagt. Hör nicht hin, was er sagt. Tja, ließ sich nicht vermeiden. Tut mir leid, Triboli scheint ein schönes Städtchen zu sein. Stimme ich nicht! Okay, mein Freund, es tut mir leid. Ich werde dich nie wieder stören. Auch schön grün gehalten, das Ganze. Oh, eine Bibliothek, da gehen wir mal rein. Nee, das ist gar keine Bibliothek. Ich denke immer, das ist ein Buch. In Wirklichkeit ist das was zum Pennen hier.
Ein Inn, ja. Ich möchte nicht übernachten, habe ich jetzt überhaupt keinen Bock. So. Habt ihr dieses großes rote Dingsbums von der Stadt schon gesehen? Großes rotes Dingsbums? Nö, wer bist denn du? Hast du mal ein Brot für einen alten Straßensack wie mich? Ja, anscheinend wollen wir ihm nichts geben. Was ist los? Oh, okay. Ich dachte, ihr bewacht was. Okay, egal. Weiter geht's. Wer bist du? Ein Leben ohne Geld ist wie Sex ohne Freundin. Eine Nacht ohne Himmel ist wie ein Reiter ohne Schimmel. Ein Krieger ohne Schwert ist wie ein Koch ohne Herd. Philosophisch. Wunderschön. Hast du mal einen Gel? Keinen, den ich verschenken könnte. Also, ich hätte es jetzt schon gegeben, aber nee. Ist das die Stadt der Penner oder was? Ich brauche dringend mehr Geld. Ich hab nicht mal mehr ein Gel. Das Leben hier ist verdammt schlecht. Für mich jedenfalls. Diese Stadt ist nach meinem Geschmack etwas zu groß. Nach meinem Geschmack anscheinend etwas zu arm. Verschlossen. Die meisten Bewohner, die ich bisher kennenlernen durfte. Ach, ja, und schon wieder verschlossen hier. Wahrscheinlich kann ich eh noch nichts im Vorfeld abgriffeln. Naja, mal gucken. Was ist das? Nee. So, wer bist denn du? Das Schloss von Tripoli ist nördlich vom Stadteingang. Okay. Ein Leben ohne Geld? Ja, nein, ich will... Okay, ich jetzt mal da links weiter. Mit dir habe ich eben gesprochen. Oh, nee, habe ich nicht. Hast du schon von den Wäldern in Felucia gehört? Sie sollen ziemlich gefährlich sein. Ach, oh, geht. Wenn die Stadt hier... Wenn die Stadt nicht sicher ist, dann haben wir versagt. Irgendwie logisch, stimmt's? Jo. Wohl wahr. Denn ihr seid wirklich genug Wachen. Bisher kommt mir zumindest so vor. Schöne Stadt, nicht? Der Schloss dort im Norden... das Schloss dort im Norden ist sehr interessant. Naja, komme ich irgendwann noch hin. So, gibt's hier High-End-Zeug zu kaufen? Wenn du ein Mann bist, dann kauf meine Waffen. Na, da hatte ich aber Glück. So, was gibt's denn hier Feines? Das ist schon mal schlecht, das ist schlecht. Das einzige Interessante ist ein Kriegshelm hier für Dingens. Okay, besser wie nix. Das war ja ein bisschen enttäuschend jetzt. Aber na gut. Verena war das jetzt, oder? Ja. 3 Pünktchen hoch, gut. So, dann können wir ja mal verkaufen, auch wenn wir es nicht nötig haben zu verkaufen, aber vielleicht der Übersicht zuliebe besser schon. Ein Helm, der alles andere spiegelt. Spiegelhelm hatte ich den schon. Getestet, ob der auch nicht irgendwie was Besseres ist. Eine Spiegelrüstung. Was hat es mit dem Spiegelzeug nochmal auf sich gehabt? Ich bin mir gerade irgendwie da ein bisschen unsicher. Ach, ich sehe es ja eh nochmal, bevor ich es verkaufe. Dann kann ich ja ruhig gucken. Da kann man ja keine Fehler machen. Und wie ihr seht, das ist nichts. Vielleicht kann es was reflektieren, aber ich stehe auf den Reflekt-Effekt eh nicht. So, das ist noch die Spiegelrüstung, die will auch kein Mensch. Oh Gott, von denen hab... Okay, das war anscheinend mal so ein Standard-Equipment und ich hab's vergessen. Okay, auch gut. Das war's jedenfalls. Die Handschuhe lasse ich drin. Den Barsch... Ach, keine Ahnung, ich heb mal einen auf, aber ich glaube, das ist wirklich nur zum Verkaufen gedacht. Und ein Barsch ist natürlich nichts Besonderes. Ich denke, dass man bei diesem Angelspiel... Ne? Eternal Angel? Nein. Ich denke mal, dass wir da auch was Besseres fangen könnten, wenn wir nur Glück hätten, aber wir hatten das irgendwie nicht. Naja, da geht eine Leiter. Was bringt mir das? Ins Fenster steigen darf ich anscheinend eh nicht. Okay. Mensch, die ist echt groß, die Stadt. Tralalala. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Doch, guck. Da krieg ich schon wieder und wieder und immer wieder. Hi. Hey, ruhig bleiben. Ich fang dich schon. Ach so, du fängst die. Ach so. Es ging gar nicht an mich. Okay, ja. Dann viel Glück. Stör mich nicht. Hallo Koch, was gibt's? Alle sagen, ich wäre ein horizontal geforderter Mann. Dabei schmeckt mir nur das Essen so gut. Ist doch ungerecht, oder? Oh, sie sind doch gar nicht dick. Ich hasse Lügner. Mein Gott, lass es dir schmecken, was soll's. Ist der Brunnen nicht schön? Ich schätze ihn sehr. Ich verbinde den Brunnen mit etwas, was ich nie zuvor gespürt habe. Es ist Liebe.
die mich und den Brunnen trägt. Ja, dann hüpf doch rein. Meine Güte. Hier kann man ziemlich preiswert einkaufen. Ja, ja, Schatz. Natürlich, Schatz. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Sehe ich heute nicht gut aus? Sag mir, Schatz, gefällt dir das Kleid? Tja, sag bloß nichts Falsches, Mann. Hallo, ich hoffe, ich kann euch helfen. Unsere Gilde in San... Oh, ne, bei dir war ich doch schon mal. Was machst du jetzt hier oben? Was machst du hier oben, du Babsack? Lass mich in Ruhe. So. Okay, was ist hier los? Wieso eigentlich diese ganze Dekoration? Wir haben momentan doch nichts zu feiern, oder doch? Endlich mal ein wenig verschnaufen. Man sollte hinter mir endlich mal ein Geländer bauen. Alle denken, immer da würde es weitergehen. Okay, ich probiere es gar nicht. Oh Mann. So, da ging es ja auch nicht weiter. Da liegt ein Buch. Okay, ich habe ein Buch erhalten. Was mache ich mit dem Buch? Hallo, Buch? Buch? Da oben. Ein Buch, eher uninteressant. Aber ich hab's. Hm, toll. Naja, vielleicht hat jemand das Buch verloren. Das ist bestimmt eine Sidequest. So, was mit euch? Ihr Diebesgesindel solltet ihr euch wegscheren. Hallo? Diese Stadt mag ich nicht. Warum? Warum mich nicht... Frag mich nicht, warum. Hallo? Schuften, schuften, schuften. Soll ich dir helfen? Darf ich anscheinend nicht. Darf auch nicht da hoch. Willkommen in Triboli. Da geht's bestimmt wieder raus. Das will ich jetzt gar nicht probieren. Hi, wer bist du denn? Hallo. Wo Sie gerade da sind? Sie scheinen ein kräftiger Mann zu sein. Naja, vielleicht. Können Sie mir 10 Hölzer besorgen? Da haben wir's ja schon. Wir wollten nämlich renovieren. Mein Mann ist andauernd auf Achse und ich muss mich um das Haus kümmern. Okay, werde ich tun. Oh, wie freundlich von Ihnen. Alles klar. Weißt du etwas über Triboli? Eine schöne Stadt. Aber leider fehlt es dieser Stadt an Besonderheiten. Es lässt sich hier zweifelsohne auf gut leben. Aber es gibt weder ein Turnier noch irgendwelche Freiheiten. Ich schätze daher Kalitz sehr. Dort ist immer etwas los. Die Festtage machen vor allem Laune. Wenn man an das Turnier doch wieder teilnehmen dürfte. Tja, das hast jetzt der verbockt, Phil. Er ist, glaube ich, immer noch nicht drüber hinweg. Er ist selbst schuld. Okay, die Hölzer, die werden wir das nächste Mal dann sammeln. Das bringt nichts, das jetzt heute noch anzufangen. Okay. In der Stadt herrscht oftmals Chaos. Wie gut, dass Triboli nicht so groß wie Felucia ist. Da hält man es hier noch ein wenig aus. Ja, aber so allzu groß ist der Unterschied nicht einmal. Ich fang dich! Ach, nicht schon wieder. Hey, wollen wir Fangen spielen? Ja, ist ja hier anscheinend der Nationalsport. Stör mich nicht! Oh, noch ein Buch. Ich weiß nicht, für welche Sidequest, aber ich habe schon 2 Bücher gefunden. Aber ehrlich gesagt, ich finde das so besser, als wenn es erst nach dem Auftraggeber dann auf einmal Bücher erscheinen. Das mag ich gar nicht. Stimme ich nicht! So, was ist mit dem los? Ach, die sind bestimmt auch aus Versehen auf die Turbo-Taste gekommen. Mensch, ich tue mir leid. Ich kann denen aber auch nicht helfen. So, ich glaube, jetzt haben wir aber den Part voll gemacht. Hallo Buch. So, haben wir schon 3 Bücher. Was ist hier? Oh, Friedhof hier in der Mitte war ich noch nicht. Man sollte den Toten die Ehre erweisen und das Grab besuchen gehen. Ja, ich trample auf die Blumen. Mein Mann starb letztes Jahr. Seitdem lebe ich ein Leben voller Trauer und Sorge. Ach komm, das Leben geht weiter. So große Straßen abzuklappern ist für eine alte Frau wie mich ziemlich mühsam. Leider gibt es in Triboli nicht so bekannte Sänger wie in Felucia. Wieso, bist du Sängerin? Was war hier? War ich hier schon drin? Oh nein, da war ich noch nicht drin. Schon wieder so ein halber Sephiroth-Verschnitt. Aber, werte Freunde, die Zeit ist langsam aber sicher um. Die Kirche... Ich schwänze die Kirche lieber. Die ist mir ehrlich gesagt zu langweilig. Okay, dann den noch schnell. Das Leben fängt an, mich zu langweilen. Ja, dann mach was! Ey, was sind das für eine Pennerstadt, mal ehrlich. Aber gut, ich find's eigentlich schön hier. Und wir haben noch ein paar Gebäude, in denen wir noch nicht waren. Die werden wir das nächste Mal erkunden. Außerdem werden wir 10 Hölzer suchen. Wir werden versuchen, denen zu erklären, wo die Turbo-Taste ist. Vielleicht finde ich sie zufällig ja auch nochmal. Ja, und ansonsten, wenn wir das alles
in einem Part schaffen und dann noch Zeit haben, dann gehen wir rüber zum nächsten Kontinent. Also in dem Sinne, freut euch drauf. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Eternal Legends.